Das hat schon mal die Herde ausgedünnt. I have multiple signals. Another strong point. Give them hell. Got you in my sights. Oh yeah, don't mess with me. Thunder is in bad shape. Let's take a closer look, Marines. Roger. Planting mine, watch your feet. Mine's activated. Drone spotted. More signals incoming. Got you in my sights. Quiet. It didn't see us. Yeah! Don't mess with me! Come on, team! Safe position taken. More signals incoming! Got you in my sights. Oh, ich hätte ein paar Wachdrohnen erwartet. Tactical analysis in progress. A glorious death! They're headed. That's what I thought. The opening mechanism has been sabotaged. We need a way to force that door open. We walked past a lot of mining material back there. Perhaps we could use one of those power loaders. That could work. If they're not too old, at least. Ich hätte eigentlich aufgehört, eine von der Buddelmaschine zu benutzen, aber muss es ein Powerloader sein. Bewohner von Lethe, ich habe gesehen, da ist hinter den Schleier der Unterdrückung verbirgt. Bewohner von Lethe erinnert euch an die Lügen der Konzerne. Sie versprechen euch eine bessere Zukunft in unserer besseren Welt. Doch die Wahrheit ist, dass wir alle auf den Altar ihrer Profitgier geopfert werden. Sie sitzen in ihrem Elfenbeinturm, wo eure Wut sie niemals erreichen kann, und sie spotten euch. Sie verachten euch, weil sie euer Leben in allen Einzelheiten lenken und überwachen, von euren tiefsten Träumen bis hin zu der Luft, die ihr atmet. Freiheit. Freiheit, meine Freunde, ist eine Illusion. Und zwar schon seit dem Anblick, in dem sie unsere Kinder PDTs implantierten. Sie überwachen uns jede Sekunde, jedes Tages. Wir können nichts von ihnen verbergen. Ja, wenn ihr mal irgendwo eine Raucherpause macht, dann werdet ihr von den PDTs auf jeden Fall aufgespürt. Wie ist es euch ergangen, als ihr gesagt habt, genug, als ihr euch gegen sie aufgelehnt habt? Als ihr euch zurückhören wolltet, was richtmäßig euch gehört. Wir alle wissen, was passiert ist, liebe Bewohner von Lethe. Erinnert euch an den Aufstand von 77. Ja, das Junge wird immer wieder durch den Dreck gesogen. Doch es gibt Hoffnung. Und heute bin ich hier, um euch zu verkünden, unsere kostbare Mond enthält den Schlüssel zu unserer Lösung. Ich habe sie mit eigenen Augen gesehen, die himmlischen Aufgestiegenen. Ich habe sie viele Jahre studiert. Ich lernte ihre Geheimnisse kennen und fand einen Weg, unter ihnen zu leben. Und schließlich habe ich ihre Botschaft verstanden. Wir brauchen sie nicht zu fürchten, Brüder und Schwestern. Der sind sie die nächste Stufe in der Evolution der Menschheit. Mhm. Sie sind mit einer Gabe zu uns gekommen. Das ewige Leben. Manchmal werden... woher wird er denn wissen, dass die Viecher ewig leben können? Ich meine, ich weiß, dass die Queen eingefroren und wieder aufgetaut werden kann. Und dass viele Aliens auch sich selbst in eine Stase begeben, um über längere Zeiträume irgendwo zu überleben, ohne irgendwas machen zu müssen, um Energie zu sparen. Aber ewig würde ich das nicht behaupten. Mal abgesehen davon, dass ihr euch alle fressen, ihr Spinner. Manche werden sich uns in den Weg stellen, lassen es versuchen mit erbärmlichen Mitteln. Wir werden siegen, der Aufstieg rückt unaufhaltsam näher. Bewohner von Lethe, schließt euch mir an, wie so viele vor euch. Schreitet mit mir in unsere neue Ära. Joseph Marlow. They may lead you to them. Quiet. It didn't see us. They're heading our way. Come on, team. Got you in my sights. The spot. Light him up. Yeah, don't mess with me. Now that's what I'm talking about. Safe position. Incoming! Ah! Burn! Burn! You pissed them off! Get ready! Oh, fuck. Move! Move! Von da? Land support required. Hang on. Our ride is coming. Safe position taken.
Got you in my sights. Oh yeah, don't mess with me. Safe position taken. Great ascended, grant us your strength. They're heading our way. Ich hoffe, der Panzer hält die alle auf. Bring them down. Ich meine, theoretisch kann der Maschine wäre auch noch Leute, Viecher erliegen. Meine Jungs sind gut, ich schieße einfach alles, was kommt. Ah, nice. Wobei schwer auch nicht mehr lange auf sich warten lässt. Come on, Team! Double time! Kill that bastard! Enemies of the era! Great descended! Grants us you. Nope, we can't use this suit. It's toasted. Bring him down! Excellent job, squad. We're clear. For now. They're heading our way. Shit, that thing saw us. Contact. Watch out. There, he blacked out. Tango down. Grenade. Eat that, fuckers. Right now. Don't move. Gonna fix you up best I can. Here you go. Good as new. Sauber. Disgusting. Repairing drone. Got him. They look intact to me. Drone repair. Ich muss in die Hauptmine weiter vordringen. Mache ich das denn am besten? Hier unten lang, ne? Oder ich gehe die Alien-Aggressivität erstmal resetten und mein Team versorgen. Das ist eine schwere Entscheidung. Ich glaube, das mache ich. Ein paar Tage habe ich ja noch, so 5 oder 4. Und ich nehme an, das ist die letzte Mission. Also, ne? Außer müssen ja die Leute, die wir gerettet haben, ja auch mal zurückbringen. 88%, also viel ist ja nicht mehr. Keine Traumas, aber alle verletzt. Ein Konstrukteur, ein Konstrukteur, ein Konstrukteur und ein Rekruten. Tage. Have a nice day, Deputy Administrator Hayes. You got it. We'll take care of this one. You got it. We'll take care of this one. Looking for someone in particular? Gotta stay sharp for the field. Feel me? New objectives are awaiting your review. Bla bla bla, erschöpfen. Das wird echt knapp werden. Ich hoffe, da ist wirklich keine Mission mehr danach. You got it. We'll take care of this one. You got it. We'll take care of this one. New objectives are awaiting your review.
Kerberos Hack. Heil hat einen Weg gefunden, den Kerberprotokoll zu hacken und die Nuklearisierung des Planeten hinauszuzögern. Das ist die Kerberos Nuklearisierung des Planeten. Ja, fuck, wieso kriege ich sowas nicht öfters und vor allem früher? Das ist so der letzte Aufschub nochmal. So. A-Team ist wieder einsatzbereit. We'll take care of this one. Understood. Uploading mission data. Oh, nur noch 4 Tech-Ressourcen übrig. Medkits mache ich voll. Wenn ich wieder nach oben gehen will, auf Untergeschoss 1, könnte ich noch ein paar Mechanikteile holen, aber ich glaube, das lohnt sich im Augenblick nicht so wirklich. 4 müssen reichen. Habe ich schon erwähnt, dass ich das Spiel ursprünglich für so eine Art Diablo-Klon im Alien-Universum gehalten habe? Man erwartet ja nicht, dass man unbedingt eine Squad von Marines spielt, sondern einfach nur einen einzelnen Marine spielt. Don't get too comfy, ja. Okay? Come on, team! More signals incoming! Hurry up, you slugs! Safe position taken. Got you in my sights. Tango down! Safe position taken. Safe position taken. Got you in my sights. They're heading our way. Tango down. Come on, team. Die müssen echt abgestumpft sein, dass sie sowas nicht mehr mitkriegen. Got you in my sights. Safe position taken. Werkzeug. Double time. Lava. Affirmative. Klassiker. Let's see what's inside. Ja, das ist das Problem, was ich jetzt habe. Ich habe nicht so viele Ladestreifen. Let's see what's inside. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Aber das sieht aus, als müsste ich jetzt diesen Weg hier gehen. Come on, team! Got you in my sights. Grenade! Roger. Ach nein, ich muss ja einen Powerloader finden. Naja, das scheint ein Tunnelbausystem oder ein Zugsystem zu sein, das sie angefangen haben zu bauen, um Material zu transportieren. Hurry up, you slugs! Safe position taken. Got you in my sights. War so beschissen klar. Okay, die Tür würde mir da oben wieder den Weg einmachen. Ich werde den Powerloader aber wahrscheinlich zwangsläufig da lang transportieren müssen. On it. Also lasse ich die Tür so, wie sie ist.
Okay, mein Technik macht das. Das ist in Ordnung. Make sure that power loader reaches the door so we can force it open. Move it! Got something on the tracker. Got him. They're looking back to me. Grenade! Yeah! Don't mess with me! Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. Disgusting. There's something around. They're heading our way. Runner, kill it! Hurry up, squad! Contact! Line him up! Yeah! Don't mess with me! Oh, draußen wieder ein Hubkonzert. Da lang? Alter. Affirmative. Planting mine, watch your feet. Zeno and approach. Come on, team. Warrior inside. Headshot. Let's rock. Gut, dass ich die Plasmagewehre mitgenommen habe. Safe position taken. Planting mine, watch your feet. Mine's activated. Safe position taken. Light him up! Tango down! Roger. Ugh, hate this job. Hurry up, you slugs! Au! Wieso zündet ich dich an, wenn du denn doch nicht durch den anderen Weg nimmst und die Mine frisst? Move on! Safe position taken! Warrior in sight! Let's rock! Mine got ripped! Zumindest Deckung von der Karre. Dachte mir, dass das noch mal irgendwie zum Einsatz kommt. Ich meine, so eine Animationsgeschichten werden immer ganz gerne mal wiederverwertet, damit man Geld spart. Selten wird eine Animation immer nur für eine Geschichte gemacht. We've got incoming. I'm afraid we woke up all the creatures living below. Need extra firepower? Just ring me. They're heading our way. Sentry activated. Deploying sentry gun. Let's rock. More signals incoming. I can tag that loader. The door's open, Stern. We can move on. Looks like they found us. That gun's a freaking lawnmower. On it. Packing sentry gun. Irgendwo muss wieder jemand ein Fußballspiel gewonnen haben, dass ständig auch draußen PKWs rumfahren und blöden. Das machen meistens die Fußballfans zumindest. We're entering the mine complex proper. It must be where they're holding Cassandra. Land support required. Hang on. Our ride is coming. More signals incoming. How about you deal with that stress, squad?
that door. Drone welding. Noch habe ich Rüstung, also noch bin ich Säure geschützt. They can't get in, right? But what now? Ah, yes. Die Medkits sind ganz gut für später vielleicht. Ich meine, die Mission ist fast abgeschlossen. Nap's over. Move your asses. Ich scheint hier hinten habe ich nichts zu suchen. Da ist irgendwie gar nichts. Oh, wow, hier ist Munition. Ich wollte eigentlich die Tür zulassen, aber scheiße, hätte ich die Munition bloß früher gesehen. Die werde wahrscheinlich dadurch wieder zurückkommen. Also ist der PKW hier gut geparkt. Ich brauche nur die Munition, dann bin ich glücklich. Right now. Let's see what's inside. Got you in my sights. A glorious death! Safe position taken! Let's see what's inside. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, den richtigen Charakter in die richtige Position zu bringen. Ja, das ist noch ein Medkit. Die hören ja echt nicht mehr auf zu hupen da draußen, die Arschkrampen. Fuck me. Come on, Team! So, Munition habe ich. Medkits. Dann liegen noch 4 Medkits jetzt rum. Und ich habe voll. Nur Werkzeug fehlt mir. Na gut. Roger. Got something on the tracker. Access granted. Shh. Here's one. Safe position taken. Tief geht's runter. Mine got tripped. Tango down. Das sieht fast aus, als wäre er durchgeätzt. Sehe ich noch mehr Drohnen? Da ist einer. Move on. Hurry up, squad. Safe position taken. Something triggered one of our mines. Quiet. Too quiet. Got you in my sights. Oh yeah, don't mess with me. Copy. Die Munition, die ich Let's brauche. Let's see what's inside. Vielleicht brauche. Move on. Ich will mein Fenster nicht schließen, weil es wahnsinnig warm wird hier. Wenn ich das tun, da habe ich jetzt keinen Bock drauf, aber dann muss ich es halt damit leben, jetzt, dass die Arschkrampen draußen rumhupen um 23.07 Uhr. Tja, die ersten Leute, die rumschreien. Ich meine, um 23.07 Uhr sollte man nicht anfangen, auf der Straße rumzuhupen. Let's see what's inside. Leute wollen schlafen. Manche müssen zur Arbeit am nächsten Tag. Wir haben
Dienstagabend. Ich weiß nicht, habe ich irgendwas verpasst? Irgendein großes Fußballspiel, dass jetzt gerade irgendwelche Arschkrampen gewonnen haben und jetzt müssen die Fans rumrennen und hupen? Warum sind Fußballfans mal so asozial? Got you in my sight. Oh, fuck. Light him up! You like that, huh? Mine is bigger. Voll in die Fresse. Zeno in approach. Deploying motion tracker. Affirmative. Einfach die Beute. Ugh, hate this job. Der musste jetzt auch gerade hochgeklettert kommen. Hurry up, you slugs! It's a drone! Incoming! It's a drone! Got you in my sight. Ich dachte, alle Wächter wären damit aktiviert gewesen. Also noch ein paar. Got you in my sight. Tango down. Sniper mit Schalldämpfer ist echt eine geile Investition. Einmal rundum, um den scheiß Fuhrpark von kleinen Autos und keine Ahnung, die scheinen sie beiseite geräumt zu haben, weil sie irgendwo Platz für was anderes brauchten. Ihre Alien Overlords! Affirmative. Let's see what's inside. So, das ist mein Fluchtweg zum APC. Den machen wir dann schon mal auf. Und natürlich eine Mine rein. Ab in die Untiefen des Nests. Planting mine. Watch your feet. Mine's activated. Access granted. Move on. Careful, Spud. You're entering the heart of the hive. Safe position taken. Okay. Ich sehe keine Eier, das ist schon mal gut. Lüftungsschacht, Alien. Also gehen wir den anderen Weg. More signatures spotted. Drone spotted. Multiple signals. Move on. Drone spotted. Got you in my sights. Tango down. Sauber erwischt. On my way. Planting mine. Watch your feet. Double time.